Hallo zusammen, hier ist der Bürger von Audio Steps und heute möchte ich euch mit einem Problem konfrontieren, das ihr bestimmt schon mal hattet, wenn ihr Drums aufgenommen habt, und zwar mit mehreren Mikrofonen oder auch wenn ihr andere Instrumente aufgenommen habt, wo ihr einfach mehrere Mikrofone verwendet habt, aber jetzt mal ganz klassisch an den Drums, dass ihr dann die Signale der anderen Instrumente in diesem Drumkit auch auf dem Mikrofon habt, zum Beispiel der Snare-Drum. Das heißt, ihr lasst die Snare, ihr nehmt die Snare auf und hört dann auch die Bass-Drum oder die Hi-Hat übersprechen. Das könnte ich euch jetzt mal hier an einem Beispiel zeigen. Ja, ihr hört es schon. Die Snare ist natürlich relativ gut zu hören und ihr seht es schon, die Snare wären halt immer diese Pegelausschläge oder diese Amplituden und ihr seht es schon in der Mitte. Da sind noch Signale, die quasi von den anderen Schallquellen am Drumkit kommen. So, wenn wir uns das jetzt so anhören, könnten wir denken, ja, das ist zu vernachlässigen, aber wenn ihr nachher in den Mix geht und dann komprimiert, EQ'd etc., dann komprimiert ihr natürlich nicht nur die Amplituden, die ihr eh komprimieren oder bearbeiten wollt, also die Snare-Schläge, sondern unter Umständen oder in jedem Falle auch die Übersprechungen. Das heißt, wir müssen, bevor wir ein Drumkit mischen, erstmal ein bisschen editieren und versuchen, das Übersprechen so weit wie möglich zu minimieren. Klar, es ist sinnvoll, das schon während der Aufnahme zu tun, das heißt, je nachdem, wie ihr die Mikros positioniert etc., aber das könnt ihr leider nicht 100% verhindern und dann müsst ihr im weiteren Schritt, bevor ihr mit dem Mix beginnt, ja, erstmal im Editing das machen. So, in Studio One gibt es drei Möglichkeiten, die ich euch gerne vorstellen möchte. Die erste Möglichkeit wäre mit dem sogenannten Expander, und zwar holt ihr euch da einfach mal den Expander auf den Insert, der sieht dann so aus. Und was macht ein Expander? Ja, ganz toll, das Signal läuft durch den Expander, kleine Amplituden, also wie diese Übersprecher hier, werden quasi, ja, ich sag mal, platt gedrückt oder werden minimiert oder werden nicht durchgelassen, und große Ausschläge, große Amplituden, wie jetzt dieses Snare-Signal, wird halt durchgelassen. Wozu ist das eigentlich gedacht? Wenn ihr ein Signal in der Dynamik komprimiert habt, ja, dehnt der Expander das quasi im Nachhinein wieder. Dadurch erreicht er quasi, holt ihr die Dynamik zurück, die vielleicht ein akustisches Instrument benötigt. Genau, ich werde jetzt ja wahrscheinlich nochmal eine kleine Definition unter dieses Video schreiben. So, wie macht ihr das jetzt? Ich würde einfach vorschlagen, ich lasse die Drumloop laufen, stelle dabei ein bisschen ein und mal sehen, zu welchem Ergebnis wir kommen. Los geht's. So, mit etwas mehr Zeit geht das sicher noch etwas einfacher, aber ihr habt gemerkt, was passiert. Das Schöne bei diesem Expander bei Studio One ist halt, dass ihr auch noch eine grafische Hilfe habt. Klar, ihr müsst natürlich vor allem hören und vermutlich hätte ich mir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit mit der Snare Drum gegeben, aber jetzt zum Zeigen sollte es ausreichen. So, zeige ich euch mal Weg Nummer 2. Den Expander schmeiße ich mal wieder raus. Wir hören uns nochmal kurz die Drum Loop an. Ja, ist die wir vorher schon gehört hatten. Und jetzt der zweite Weg wäre mit einem Gate. So, das suchen wir auch mal. Das haben wir hier. Und das lasse ich auch mal kurz laufen. Und stelle dabei ein bisschen an.
So, dritte Möglichkeit, und das ist ein bisschen Arbeit, wäre es, dass ihr die ganzen Übersprecher hier in der Mitte einfach manuell rausschneidet. Ihr könntet jetzt hingehen und klar, ich schnapp mir mein Messer hier oder mein Scherentool und schneide die Sachen da einfach raus. Möchte ich aber nicht. Viel zu viel Arbeit. Ich könnte jetzt auch einfach einen Rechtsklick drauf machen. Gehe dann hier auf Stille suchen. Das findet ihr auch unter Audio. Stille suchen. Studio One rechnet kurz und ja, schmeißt quasi alles raus, was unter einem bestimmten Pegel ist, beziehungsweise wo eigentlich Stille ist, wo kein Pegel erkannt werden kann oder wo keine Amplitude einer Welle zu sehen ist. Und ja, jetzt geht's los. Jetzt habt ihr das Problem, hören es uns mal an. Die Übersprecher sind immer noch drin und die müsst ihr jetzt leider manuell wegnehmen. Das mache ich jetzt mal ganz, ganz kurz. So. Auch hier könnt ihr natürlich hingehen und ein bisschen nachregeln, falls da am Anfang ein bisschen was von der Transiente weggenommen wurde. Oder ihr könnt das Ausklingverhalten natürlich auch noch ein bisschen länger ziehen. Das ist wirklich eine Menge Arbeit, ein bisschen Editiererei, aber ja, ich glaube, das kriegt er hin. Ja, zum Gate, zum Expander schreibe ich nochmal was drunter, denke ich. Und ja, ich sag mal, viel Spaß mit diesem Quick-Tipp und bis zum nächsten Mal.